So, wir machen weiter bei Jam 2 und wollen auch diesmal ganz schnell in den Pal reingehen, deswegen geht es sofort los. Okay, den Anfang kenne ich schon. Habe aber vergessen, was man tun muss. Ich glaube, man muss den Poki ganz schnell essen. Und zwar so, ja. Man muss den Poki ganz schnell essen und zwar so schnell, dass man auch noch nachher den Dude essen kann. Okay. Da Fuck ist passiert. So. Ach, ich darf eben gerade nicht mich drehen. What? Wait, aber ist es nicht egal, ob der dann da landet oder nicht? Irgendwas mache ich falsch. Also wäre ich getroffen, das darf nicht passieren. Ich muss auf jeden Fall den Pilz behalten, die Feder behalten. Was mache ich falsch? Mist. Ach so, ich muss... muss links und rechts von den Off-Dingern hin. Dann kann ich die kaputt drehen. Ja, verstanden. Okay. Ich muss also ganz links drehen. Das war zu bald. Das war zu bald. Runter! So und so. Okay, easy. Mist. Die hätte ich alle aufhalten müssen. Ja. Ich kann mich gerade nicht mal töten. Aber hier stellt man dann fest, dass man nicht richtig ist. Okay. Zu langsam. Eins. Zwei. Drei. Ah, den darf ich nicht essen. Ich muss vor dem dann durch. Deswegen ist da Zeit dazwischen. Got it. So, hier halten wir aus. Ach. Danke dafür. Irgendwie halten wir hier aus. Ah, und sobald ich mich drehe, sammelt er die Blume ein. Das darf ich also auch nicht. Okay, das heißt, die Pflanze muss ich erstmal am Leben lassen. Außer ich mache das... Wo kommt die denn jetzt her? Das Ding ist, wenn ich jetzt schon die Pflanze einsammle, ich muss... Na, sobald ich das mache, würde Yoshi die sowieso einsammeln. Und ich muss hier... fliegen. Irgendwie. Keine Ahnung, wie. Aber irgendwie. So, weil hier hört jetzt nämlich so langsam mein Wissen über den Level auf. Aber wie... Ach, die kommt mit der Zeit runter. Verstanden. Hä?
muss schneller sein. Okay, dann ist es alles kein Ding. Kein Ding. Ich muss hier nämlich Anlauf nehmen. Und dann... Jetzt hätte ich den kaputt. Ne, jetzt war in dem Moment war die Blume da oben. Und jetzt hätte ich den kaputt drehen können hier. Ich habe es leider verpeilt. Kriegen wir den Moment zurück? Nee, egal. Kriegen wir nochmal hin. War jetzt nicht so wild. So. Anlauf. Zack. Oh Mist. Jetzt kommt die Pflanze runter. Ja. F. So, zack. Anlauf. Ah, es hat wieder nicht funktioniert. Wieso? Ich spring zu bald. Und hopp. Ah, ich spring zu bald. Wieso mache ich gerade nicht den... Ich habe doch gerade auch den Flug hinbekommen. Sogar rechtzeitig. Was habe ich denn anders gemacht? Nein! Gerade da kam sie. Aber vorne war ich da deutlich schneller. Da hat das funktioniert einfach. Weiß nicht, was ich da anders gemacht habe. Ach, Mann. Ich mache auf jeden Fall ein extra State, wenn der... Cooper da unten. Cooper. Der, der Dude da weg ist. Jetzt. Gut. Easy. Okay, und jetzt kann ich hier ganz normal anlaufen. Anlauf nehmen. Und zwar ohne zu fliegen. Quatsch, ohne. Im Gegenteil. Indem wir fliegen. Ich weiß noch nicht, wie wir das jetzt schaffen. Da oben ist ein Yoshi, ein kleines. Ach so. Ich pfeffer dem die Blume hoch. Oh Gott, ich verstehe. Und das gefällt mir nicht. Ich pfeffer dem die Blume hoch. Ohne sie einzusammeln. Lande dann auf dem braunen Block. Auf dem Block hier. Flieg. Ah. Flieg dann. Nein. Flieg dann. Okay, fast. Jetzt. Flieg dann hier hoch, mach hier einen Lander und dann hätte ich die Shell jetzt essen müssen. Okay. Das geht ja sogar klar. Und jetzt kann ich den wegzünden. Nice. Das war's! Als ich die Stelle gesehen hatte, bei das Cabin Fever, bei Emiro, dachte ich so, oh mein Gott, und das wird ewig dauern und das Level wird super lang und genau hinter der Stelle ist es einfach zu Ende. Hätte ich das gewusst, dann, dann wäre meine Panik vor dem Abschnitt nicht so groß gewesen. Ja, lul. Okay, und Cabin Fever ist das Level, was wir besucht haben müssen, um... hier das Ding zu öffnen. Ja, nice. Ach, ja. Wir müssen es halt auch besucht haben. Und uns nicht nur draufstellen. So, ist übrigens von Peter Popov. So, jetzt haben wir erstmal Cabin Fever besucht. Ich würde jetzt gerne erstmal die Message bauen. Na, wobei, spielen wir das Level erstmal.
You have gained the ability to store items. To store, hold an item and press select. To drop, make sure you are not holding anything. Select an item with L or R and press select. Oh Gott, das wird ja... Oh Gott, das wird ja brutal. Wir gehen mal zu der Messagebox. Ich hoffe jetzt aber nicht, dass die mir Hinweise gibt, weil das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass mir die Messagebox Hinweise gibt. Wenn die mir Hinweise gibt, werde ich sofort zurückspulen und es nicht lesen. Aber jetzt haben wir es besucht. You've already been there. So, was steht da jetzt? Ah, okay, es gibt eine YouTube-Lösung. Gut, nö. Nee. Wir spielen das schön selber. Das wird ja dann... Oh, das wird bestimmt total Puzzle. Da bin ich jetzt echt gespannt. Das wird bestimmt brutalst puzzelig. Also, wir haben hier schon mal zwei Wege. Aber finde ich von der Idee her schon mal sehr geil. Ich komme hier wahrscheinlich nicht durch aktuell. Dann haben wir im Moment nur noch den Weg. Aha, ich kann aus solchen Türen keine Items raus... Also ich soll aus solchen Räumen keine Items rausnehmen. Okay. So, ich kann das jetzt aber mir speichern. Und eins kann ich hier ja rausnehmen. Und jetzt kann ich den nämlich... Oh mein Gott. Hier einfach runterzünden. Ich habe den richtig gut runtergezündet. Habt ihr das gesehen? Oh Gott, ist das gut. Vielleicht machen wir auch was anderes und lösen einfach hier den On-Off aus. Oh, wait. Wir lösen nicht den On-Off aus. Wir zünden ihn doch runter. Das war nicht ganz, was ich wollte, aber es könnte auch funktionieren. Ah, shit. Oh, wahrscheinlich funktioniert das nicht. Ah, nee, ich glaube nicht. Wobei, kann ich jetzt nicht einfach drüber laufen? Ach so. Ja, gut. Das wird nicht funktionieren. Nee, okay, funktioniert nicht. Gut. Dann wieder hierhin zurück. Ah, das ist die Taste. Ja gut, wie will ich jetzt hier vorgehen? Ich will an die Shell rankommen, so das habe ich jetzt verstanden. Aber, ah, warte mal. Gib mir den. Oh, ich dachte, der killt mich. Aber das ist, was ich wollte. Jetzt glaube, jetzt kann ich über den Notenblock drüber. Ja, okay. Nice. Jetzt können wir die Shell mitnehmen. Und können damit... Kann ich das auswählen? Ah ja. Also so will ich die Shell auswählen. Und das will ich ja. Hä, der zündet die einzeln weg? Na, wait. Was ist, wenn ich... Ah, das ist ja doof. Ich dachte, jetzt zündet die komplett weg. Damit habe ich nicht gerechnet, weil das ist kein normales Behavior. Oh. Verstanden.
Nicht verstanden. Scheiße, ich muss das... Ich dachte, ich muss das jetzt vielleicht zweimal machen. Aber ich kann ja mit zwei Items hier nicht rausgehen. Das heißt, ich kann keine zweite Shell hier reinnehmen. Wenn ich die schnell hintereinander, aber das ist Quatsch. Ja, moin. Nee, das hilft mir gar nichts. Ah! Verstanden. Wir nehmen nur die Shell hier raus. Und können jetzt ja mit der Shell das Ganze hier nochmal machen. Und die verlieren wir ja sogar nicht. Sondern die kann ich jetzt ja wieder abspeichern. Und kann mir eine zweite Shell holen. Kann die auch abspeichern. Und jetzt kann ich mit dem einen Block und mit der einen Shell das hier unten auslösen. Oh, das war eine schwere Geburt jetzt doch. Uiuiuiuiui. Wenn das sind die Puzzle, die richtig... Wenn das ist, in welche Richtung das Spiel hier geht, sehr geil. Feier ich. Finde ich sehr genial. Okay. Das war nicht, wie ich aus der Tür gehen wollte. Wir spielen nicht Mario Maker. Ah, so. Mich wird was interessieren. Das probieren wir gleich mal kurz aus. Ah, nee, jetzt werde ich groß. Dann probieren wir es jetzt aus, wenn ich klein bin. Kann ich das breaken? Ich glaube nicht. Könnte man das? Ich weiß nicht. Kann das ein Profi? Ich glaube nicht. Egal. Will ich auch gar nicht. Mich hat es nur gereizt. Okay, jetzt brauchen wir einen grünen Switch. Ich kann hier faktisch nichts machen. Hä? Jetzt bin ich ganz woanders. Boah, fuck. Okay, hier ist Schluss. Ah, okay, ja, hier ist Schluss. Ich starte hier, aber mit dieser Truhe, da kann ich nichts tun. Also ich hab jetzt alles probiert. Okay, und wenn ich aber hier starte, heißt das, ich kann auch das Springboard... Ich brauche das Springboard nicht für diese Räume hier mitnehmen. In die Tür darf ich nur ein Item mit reinnehmen. Das muss ich mir gleich mal merken. Was ist hier drin? Oh Gott, das ist ein riesiger Raum. Okay. Oh. Lost. Okay, das war das. Gucken wir mal in den Raum rein, schätze ich. Wobei, wir müssen uns überlegen, was wir hier brauchen. Welches eine Item will ich hier reinnehmen? Ah, oder ich drücke erstmal den on off. Vielleicht ist das ja nützlich. Was ist das für ein Raum? Okay, ich kann hier oben rein. Kann ich nicht. Und den On-Off darf ich nicht drücken. Ich muss als erstes in den Raum hier rein. Das ist schon mal offensichtlich. Also gehen wir als erstes in den Raum rein. Da kriegen wir einen P-Switch. Einen grauen. Mehr kann ich hier nicht tun.
Wait, das ist der gleiche Raum. Da drüben ist die andere Tür. Na, hier ist dieser Maul von da drüben. So. Aber jetzt... Was? Okay, wir müssen uns den hintersten Raum nochmal angucken. Sonst werden wir nicht verstehen, was das Spiel von uns will. Wir wollen hier mit 2 Wurf-Items rein. Sehe ich das richtig? Oder mit 3 sogar. Wir wollen hier mit ganz viel rein, auf jeden Fall. Hilfe. Okay. Ich muss hier anfangen. Das ist der einzige... Oh! Ich kann hier oben schon durch. Klar, jetzt bin ich tot, aber ich kann da oben theoretisch durch, wenn ich da was hochwerfe. Okay, das heißt, wir können Folgendes tun. Achtung. Wir können hier rein. Wir können den speichern. Wir können raus. Wir können rein. Raus komme ich nicht mit 2. Das heißt, ich kann jetzt nicht nochmal... Okay. Wir machen mit einem den Block kaputt. Müssen dann erst durchgehen. Müssen dann den hier drücken. Haben dann jetzt noch einen dabei. Und der lebt noch und wir können hier durch und haben den grauen P-Switch dabei, was wir aber ja auch hatten, wenn wir hier einfach durchgegangen wären. Jetzt habe ich nichts gewonnen. Scheiße. Jetzt habe ich nichts gewonnen. Ich habe es aber verstanden. Ich kann wieder... Nee, ich kann nicht mehr zurück. Okay, ich habe es nicht verstanden. Oh, wait. Mit dem kann ich den kaputt machen? Kann ich nicht. Warum will ich den noch... Oh, ich verstehe die... Ich verstehe halt den Hintergrund nicht, warum ich das alles tun will. Ich meine, ich kann ja nicht die Disco Shell mitnehmen. So. Wie soll das gehen? Ich verstehe die Hintergründe nicht. Ja, das nützt mir herzlich wenig. Das hat es mir so richtig gebracht jetzt. Also am Ende wollen wir einen blauen P-Switch. Der ist sicherlich in dem Raum da drin. Achso, ich habe den P-Switch noch drin. Drücken wir den halt mal und gehen wieder raus. Und gehen wieder hier rein.
Und jetzt ist hier ja dicht. Na? So. Und da oben komme ich ja auch nicht mehr raus durch. Also. Ich check halt nicht, was ich jetzt hierdurch gewonnen habe. Oh, ich krieg 3 P-Switches hin. Ich krieg 3 P-Switches hin, wenn ich nicht dumm bin. Hier, die ist rot, ne? Ja, die ist rot. Ah. Oh! So komme ich an die Shell hier ran. Ja, geh. Genau, jetzt darf ich hier aber nicht mehr rein. Aber dann Off ist halt schon gedrückt. Also ich habe schon versaut, aber so komme ich an die Shell ran. Damit könnte ich dann... Das war nicht, was ich wollte. Damit könnte ich dann eine Shell hier wegzünden. Und wenn ich jetzt die andere ausgelöst bekomme, kann ich den da reinschmeißen? Mit bisschen Geschick... Nee, kann ich nicht. Okay. Gut, ich darf und muss nochmal zurückmachen, dass dann Off nicht gedrückt ist. Weil wenn der einmal gedrückt ist, ist er gedrückt. Das lässt sich nicht mehr umsetzen. Okay, jetzt ist noch alles gut. Jetzt machen wir Folgendes. Das ist eine rote Tür. Das ist eine graue Tür. Das heißt, ich kann jetzt so nicht mehr raus. So. Aber... Kann ich beides machen? Nee, ich kann den nicht hochschmeißen, oder? Das? Ist das gewollt? Das wär doch Cheat, oder? Ah, das wäre sowieso, dann wär der Maul nicht mehr... Oh! Das ist gewollt. Dafür ist der Gang hier da, dass der Maul wieder respawnt. Ganz habe ich wenig noch nicht durchgestiegen. Durch den Gedankengang. Vor allem sagt mir halt irgendwas, dass ich diese komische Disco-Shell... Ah, ich versteh nicht. Nee, wahrscheinlich ist das der blaue Block, der, um den es da geht. Und die Disco-Shell ist nur ein Hindernis. Wie kriege ich 3... Kriege ich überhaupt mehr graue P-Switches? Das war die Frage. Ich krieg den Muncher da nicht weg, ohne hochzugehen. Also den muss ich direkt einsammeln. Und die P-Switches sind halt super kurz getimed. Machen wir das nochmal. Hat das den Grund, dass der das so lange... Okay, jetzt... Ist das ein Cheat? Kann ich... Nee, das war nicht, was ich wollte. Kann ich den kleinen nehmen und... Nee, 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 nee. Kann ich den gedrückten da hochziehen? Das ist die Frage. Nee, scheinbar nicht. Hat er so kurz? Wofür kann man hier nach hinten gehen? Warum kann ich das hier sehen? Was nützt es mir, wenn ich da runterfalle?
Und was nützt mir das? Like, ich komme jetzt ja eh nicht mehr. Ne? Jetzt ist ja eh Schluss. Es nützt mir auch nichts, wenn ich hier besonders schnell durchkomme. Nee, das ist alles Blödsinn. Jetzt haben wir genau die gleiche Ausgangssituation. Ich kann den nicht mitnehmen. Ich kann den Block hier zerstören, aber das war's dann halt. Hier könnte ich mehrere Items rausnehmen. Und hier kann ich mehrere Items reinnehmen. Aber hier kann ich nicht mehrere rausnehmen. Ich muss es irgendwie schaffen, mit diesen zwei Peace-Witches was anderes zu machen. Kriege ich den... Ich muss den Block da oben irgendwie zerstören, ohne... Kann ich den Mancha da oben wegmachen? Warte. Kann ich so den Mole einsammeln? Nee. Gehen nur normale Items. Ups. Hier irgendwas versteckt, was ich vergesse? Das wäre aber fies, weil man kommt nicht mehr zurück. Das kann es eigentlich nicht sein. Hier kann auch nichts, also hier darf auch nichts versteckt sein, das wäre auch fies. So, hier komme ich nur raus, indem ich den Block hier einsammle und dann... Ist der Block zwar kaputt, aber da gewinne ich halt überhaupt rein gar nichts. Was ist es, das ich will? Oh, ich sehe was Neues, aber ich weiß nicht, was mir das bringen soll. Aber ich sehe was Neues. Ich weiß noch nicht, was mir das bringen soll, aber passt mal auf. Ach so, der... Genau, den Weg gehen war ja eigentlich komplett useless. Ups. Weil das hatte ich ja hier so auch. Das ist ja die gleiche Situation. Also das ist eigentlich... Kann ich das auch einfach über die Tür machen? Das ist nicht, was ich meinte. Aber ich kann Folgendes tun. Es nützt mir ja gar nichts. Ich wollte sagen, ich kann hier den Mancha wegmachen. Oh, oh, stopp. Stopp, 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 stopp. Komplett stopp. Ich mache nur den Mancha weg. Mach den hier kaputt.
löse den hier aus. Jetzt ist der Muncher weg und ich kann die Shell einsammeln, Fragezeichen. Das war mein Gedanke, vielleicht kann ich die Shell einsammeln. Aber kann ich scheinbar nicht. Neue Idee. Ah, shit, jetzt ist hier. Sobald ich die Shell habe, ist hier zu. Blick's nicht. Dass ich halt den Block so nicht zerstören kann, ist ärgerlich. Ich dachte jetzt, vielleicht kann ich ihn dann mit der Shell zerstören. Aber um an die Shell ranzukommen... Na, muss ich ja erstmal. Fuck. Wozu ist das hier oben? Warum ist das gut? Ich kann genau die Konstruktion, die ich da oben ausnutze. Fühlt mich ja nur zu dem Punkt, dass ich hier mit einem grauen Piesage bin, was ich so ja auch bin. Also das kann es ja nicht sein, dass das Rätselslösung ist. Den On-Off kann ich auch nur ein einziges Mal drücken. Danach ist da oben, da drüben der Weg zur grauen Shell, zum grauen Piesage komplett verwehrt. Komme ich hier irgendwie mit zwei grauen Piesages rein? Wozu ist da eine Disco-Shell? Die verwirrt mich enorm. Die verwirrt mich enorm. Und warum ist dieser Gang hier so lang? Das hat mit Respawnen zu tun. Aber was soll mir das alles nützen? Ich kann hier nichts vorbereiten. Ich kann hier ja absolut nichts vorbereiten. Der Weg funktioniert ja nur von links nach rechts. Die Röhren gehen ja andersrum nicht. Wozu dieser... Warum kann ich hier so weit rüberlaufen? Das muss irgendwas mit dem Spawnen zu tun haben. Und warum ist das da oben so ein...
wie so ein Zeitlimit-Dings. Dass man da irgendwie schnell genug hoch kann, keine Ahnung. Aber man kommt da auch nicht schnell genug, man kommt da nicht schnell genug ran. Keine Chance. Und über den Mancher komme ich nicht drüber. Ich muss ihn jetzt drücken, aber wenn ich ihn jetzt drücke, habe ich nichts gewonnen. Und er kommt ja wieder, wenn ich den Raum neu betrete. So kann ich den Mancher wegmachen, aber was nützt mir das? Beim nächsten Mal ist er ja wieder da. Was hat's mit dieser ominösen Disco-Shell auf sich? Ich bin mir ziemlich sicher, ich muss mit der grünen Shell den Block hier kaputt machen. Dann könnte ich den blauen nämlich mitnehmen. Was immer mir das bringen soll. Ich raff's nicht. Die Shell macht das ja nicht kaputt, habe ich jetzt schon 3000 Mal getestet. Kaputt macht es nur dieser Block. Hier darf ich mir Items rausnehmen. Aber nur mit einem reingehen. Aber jetzt ist der ja gedrückt. Jetzt komme ich nie wieder an den anderen grauen P-Switch ran. So, die Nummer ist durch. Ich darf auch nicht mehr hier raus. Ich darf auch nicht mehr da rein. Und hier nützen mir die Items alleine nichts. Ich meine, ich kann mal gucken, was passiert, wenn ich... Oh! Hier muss... Es muss möglich sein, die Disco-Shell mitzunehmen, weil... Nee, muss es nicht. Das würde mit einer normalen Shell auch gehen. Ne, die löst dann das... Ja, okay, verstanden. Die normale Shell löst das hier aus. Und wenn die andere Shell da hochgeschossen wird... Das heißt, ich bräuchte jetzt noch den blauen Block. Ich brauche den P-Switch am Ende nicht. Ich brauche jetzt noch den blauen Block. Und hier ist am Ende der blaue P-Switch drin. So. Und... Ja, den blauen Block und noch eine Shell. Ich brauche zwei Shells und einen blauen Block. Das wäre eine Möglichkeit. Wie auch immer das gehen soll, ich weiß es nicht. Aber wenn ich das hätte, oder auch meinetwegen zwei blaue Blöcke, das wäre auch in Ordnung. Aber auch das kriegt man ja nicht hin. So, hier ist nichts verloren.
Hier habe ich einfach nur einen grauen Piesewitch aus dem ersten Abschnitt des Raumes. Es ist alles offen. Ich verstehe halt nicht, das muss ja hier einen Sinn haben. Ist es zum Anlauf nehmen, dass ich schnell genug bin? Aber was nützt es mir, wenn ich hier schnell durchkomme? So, gar nichts. Krieg aber halt auch nicht. Der Block bleibt ja nicht zerstört, der Block kommt ja wieder. Ich sehe es noch nicht. Ich werde eine Pause machen müssen und drüber nachdenken. Nein, ich gucke mir nicht das Video an. Aber aktuell... Der einzige Gedanke, den ich hatte, war halt der, dass, wie gesagt, dass ich den da gedrückt hochschmeißen kann. Aber dadurch ist ja dieser Mole kaputt und ich kann nicht schnell genug den Muncher wegmachen. Insofern nützt mir das am Ende nichts. Ja, und alles, was ich dadurch gewinne, nee, ich verliere dann trotzdem wieder einen Switch. Und das will ich ja eben gerade nicht. Irgendeine Mechanik habe ich noch nicht... Ich habe das Gefühl, ich habe irgendeine Mechanik noch nicht verstanden. Weil diese ganze Konstruktion da oben, wofür ist die gut, wenn ich am Ende eh nur mit einem Switch da drüben stehe? Das, was ich auch so haben hätte können. Warum geht der Weg hier nicht einfach durch? Warum ist da ein Mole mit einer Lücke? So, wozu? Warum? Wartet mal. Ich verstehe es. Zumindest zu einem Teil, glaube ich. Das Ding ist, wenn ich... Der Unterschied, ob ich mit einem Switch darüber gehe oder mit einem Switch da durch die Tür rüber gehe, ist, dass ich hier vorher einen drücken konnte. Und wenn ich jetzt ganz schnell bin... F... Nicht diese schnell. Mist. Jetzt hatte ich einen Ansatz, aber der funktioniert nicht. Das ist ja ärgerlich.
dachte, ich kann im gleichen Anlauf den Mancher wegmachen. Den, also den drüben, bei der Shell, bei der Disco-Shell. Stellt sich aber raus, ich kann während des gedrückten P-Switches da nicht durch. Weil dann da die... Aber die Zeit ist auch viel zu knapp. Aber auch das muss ja einen Grund haben. Na, aber weil jetzt ist die Situation exakt gleich. Den Mole kann ich auch nicht mitnehmen, ne? Nee. Ich raff's nicht, was soll mir das jetzt gebracht haben? Was hat mir das jetzt gebracht? Ich kann es hier dann auch auslösen und dann habe ich mir alles verbaut. Beziehungsweise ich kann jetzt noch hier alles kaputt machen. Nice. Ich kann die auch nicht mitnehmen. Kann ich die mitnehmen? Das wäre halt kompletter Quatsch. Nee, kann ich natürlich nicht. Ich kann die kaputt machen. Kann ich mit der Shell hier wieder rein und hier raus und gewinn genau nichts. Ach ja, dumm. Dann kann ich hier mit der einer Shell raus. Die on off ist gedrückt. Ich kann mir eine zweite Shell holen. Ich kann mir eine zweite Shell holen, wenn ich jetzt noch den grauen P-Switch dabei gehabt hätte. Wait. Aber jetzt habe ich auch nichts gewonnen. Wenn ich aus der Situation an den blauen Block rankäme. Ich meine, ich kann jetzt mit den zwei Shells in den Raum. Aber ich komme an die an den grauen Switcher nicht mehr ran, ne? Der Zug ist jetzt ja auch abgefahren. Und hier komme ich nicht mehr rein. Mit zwei Shells. Nur mit einer. Und die kann ich nur killen, indem ich die andere auch kille. Die bleibt nie am Leben. Den Block kriege ich halt weg. Und die Shell bleibt da. So, das ist ja das Ding, was, glaube ich, für den Block relevant ist. Aber jetzt komme ich halt nicht mehr an den ran. Was ich halt käme, wenn ich vorher mit einem grauen Switch das hier kaputt machen könnte.
Schaffe ich es irgendwie mit grauem Switch und Shell hier reinzukommen? Um an die Shell zu kommen, muss ich den on-off drücken. Drücke ich den on-off, komme ich nicht mehr an den grauen Switch. Außer ich habe ihn schon dabei, aber wenn ich ihn schon dabei habe, kann ich den Trick nicht anwenden, hier nochmal reinzugehen. Weil... Das ist doch alles komplett bescheuert. Ich raff es nicht. Kann ich in den Raum irgendwas mit reinnehmen, was für was nützt? An die Shell kommen wäre halt super. Aber... Ich bin dumm! Ich hab's. Ich komme an die Shell, ohne den on-off zu drücken. Wie haut das jetzt hin? Pass auf. Das hat nicht hingehauen. Oder dreht das sich jetzt noch? Nee. Wenn der sich jetzt noch dreht, dann würde die Shell einfach runterfallen und der On-Off wäre nicht gedrückt. Versteht ihr? Aber dadurch, dass ich den Screen verlasse, hört der Effekt ja mit dem Drehen auf, oder? Na gut, das könnte ich ja kurz testen. Wir machen hier kaputt. So. Ich will wissen, ob dieser Block sich gleich noch dreht. Okay. Okay. So. Ganz wichtige Erkenntnis. Jetzt muss ich das nur anders machen. Das heißt, wir müssen erstmal den Block hier wegmachen. So. Und jetzt haben wir's. Jetzt komme ich hier ganz schnell durch. Und die Shell fällt runter. So, jetzt haben wir eine Shell und den On-Off noch nicht gedrückt. Das ist ganz, ganz wichtig. Jetzt können wir Folgendes machen. Wir können jetzt hier die Shell loslassen. Haben den Block dabei. Moment. War das jetzt ein Schritt zu bald? Das Ding ist Folgendes.
Ich kann hier nicht rausgehen mit zwei Items. Ich kann zwar den Block so zerstören, aber wenn ich jetzt den Peacewitch oben auslöse, ist die Shell ja auch kaputt. Dann habe ich wieder gar nichts gewonnen. Also ich schaffe es jetzt trotzdem noch nicht. Wenn ich das halt zeitlich schaffen würde, den Block kaputt machen und... Warte, konnte man, wenn man eine Shell in der Hand hat... Nee, die wird dann sofort zur Münze. Das war's nicht. Ich kann halt nicht schnell genug da hoch. Ich kann schnell genug da hoch. Oh mein Gott. Ich kann da schnell genug... Oh je. Das geht. Verdammt, das geht. Das ist nicht gut, dass das geht. Aber bringt mir das sowas? Ich brauche ja einen zweiten da eigentlich noch, ne? Scheiße. Das bringt mir so noch nichts. Das bringt mir so noch... Wir sind einen Schritt weiter, aber wir sind noch nicht durch. Selbst wenn ich den schnell genug bekommen würde. Was halt echt super knapp aussieht, aber ich glaube, das geht. Aber selbst wenn das geht. Ich weiß noch nicht, was mit dem bringen soll. Ich weiß noch nicht, was es mir bringen soll. Weil dann bin ich mit der Shell da drüben, was die gleiche Situation wäre. Wie wenn ich einfach so durch die Tür wieder mit der Shell gehe. Also das ist nicht... Das ist noch nicht der Weisheit letzter Schluss. Dies rot. Hier kann ich mit mehr Items rein. So. Aber ich kann halt hier noch nicht. Wenn ich jetzt an die Shell rankäme, dann hätten wir ja gewonnen. Aber an die komme ich ja noch nicht ran. Aber dann hätten wir ja gewonnen. Aber ich kann halt nur raus mit mehr Items. Oh mein Gott. Ich kann ja hier mit mehr Items... Oh mein Gott. So. Jetzt gut durchdenken. Was muss ich tun? Ich will mit P-Switch und Shell darüber. Ich kann den P-Switch... Ich kann nicht mit dem P-Switch darüber. Aber ich kann mit P-Switch und Block darüber. Wenn ich jetzt das mit dem P-Switch schnell genug hinkriege... Das war der Falsche. Das war auch der Falsche. Oder, warte. Oh. Ist es das? Wird der Block zu einer Münze? Nein. Ah, shit.
Okay. Ja, moin. Ja, moin. Ich muss da warten. Mann. Super. Deswegen ist der auch so kurz. Damit der wieder da ist, damit der wieder da ist. Dann kann ich hier ganz schnell durch und zack. Habe ich jetzt wirklich was gewonnen eigentlich? Es fühlt sich ein bisschen wie die genau gleiche Situation wie vorhin an. Ah ja, weil ich dumm bin. Ein Zwischenschritt gibt es zu tun. Dafür ist er nämlich da. Jetzt kann ich den hier machen. Shit, jetzt komme ich an den Blauen. Jetzt komme ich an den Blauen nicht mehr ran. Aber ich wollte sagen, jetzt kriege ich meine zweite Shell. Aber jetzt komme ich an den Blauen nicht mehr ran. Wir sind so close. Wir sind so close. Wenn ich den davor nicht auslöse, ist hier der... Warte. Nachdem ich den durch eine Röhre genommen habe, ist der wirklich... Ist der so, wie er normalerweise ist? Oder... Also geht er noch kaputt? Nein. Sehr gut. Der geht nicht mehr kaputt, weil ich ihn durch eine Röhre genommen habe. Vielleicht wäre er auch von Anfang an nicht kaputt gegangen. Ich weiß es nicht. Das heißt, ich kann den hier abstellen irgendwo. Wait, nein, das heißt, ich kann den hier speichern. Wait, das heißt, wir sind fertig. Hä? Hä, jetzt habe ich den dann oft nicht mal genutzt. Hä? Wait, was passt jetzt noch nicht? Da muss eine Shell rein. Es müssen zwei Shells und der blaue Block sein. Okay. Aber wir sind trotzdem fertig. Was ein geniales Rätsel. So, und die bleibt da jetzt nämlich und löst ihn aus. Oh mein Gott. Was ein geniales Rätsel-Level. Okay. Den anderen Abschnitt können wir erst abschließen, wenn wir den grünen Switch gedrückt haben. Wo auch immer der ist. Vielleicht nach Bowser's Castle.
Ich weiß es nicht. Na? Oha! Hier waren wir noch gar nicht. Vielleicht führt das auch noch mit der Zeit zum grünen Switch. Ich weiß es nicht. Ich schließe den Part ab. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.